Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem ganz spontanen Livestream. Ich glaube ja irgendwie gerade nicht, dass jemand jetzt so spontan dazukommt, weil das war jetzt wirklich eine Sache von ein paar Minuten. Ja, doch, es ist schon jemand da. Ich hoffe, ihr könnt mich einigermaßen gut hören. Also ich sehe zwar hier jetzt den Balken vom Mikrofon, also wer da ist, kann vielleicht einfach mal reinschreiben. Ich habe jetzt nicht so die Zeit gehabt, alles nochmal zu, ja, nochmal einzustellen. Das war ziemlich spontan. Also, das Thema heute, was, ja, ich war gerade am Nähen, habe Bibelhüllen gerade genäht. Die Nähmaschine steht noch drüben. Und dann hatte ich plötzlich im Herzen, einen Livestream zu machen zum Thema Beziehung und zum Thema Ehe. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch da gerade ein Thema dazu hat. Ich suche gerade mal, was der Herr mir eben noch ins Herz gelegt hat. Hosea. Ich weiß nicht, ob jemand von euch gerade mit dem Thema Beziehung zu tun hat. Beziehung, Ehe, Sex vor der Ehe, was darf man, was darf man nicht. Und ich hatte, ja, wie gesagt, eben im Herzen, gehe sofort live. Da kann ich mich nicht so vorbereiten. Das macht der Herr dann oft ganz clever, denn ich bin da auch jemand, der dann gerne schon Bibelstellen vorbereitet hat und so weiter. Also ich werde heute sicherlich dann ein paar Stellen nennen, aber weiß nicht genau, wo die stehen. Also ich glaube, ich soll ein paar Worte erzählen, wie ich damit umgehe oder wie ich damit umgegangen bin. Also ich glaube, beim Thema Beziehung, Ehe, Sex vor der Ehe, was darf man, was darf man nicht, kann man sich ziemlich verrückt machen. Wie ihr ja wisst, bin ich geschieden. Das heißt, ich wurde geschieden. Ich war auch zweimal verheiratet. Ich wurde geschieden, bevor ich Christin wurde. Also bevor ich bekehrt wurde, war ich bereits schon geschieden. Und ich bin direkt, ja, ich glaube, es war 2018 oder 2019, bin ich schon auf Christen getroffen. Es waren überwiegend Männer, die ganz klar diese Auffassung hatten, eine Frau, die geschieden ist, darf man nicht mehr heiraten, also die darf nicht mehr heiraten. Ja, eine Geschiedene soll man nicht heiraten und schon gar nicht eine Geschiedene, die ein Kind hat. Da könnt ihr euch vorstellen, dass das für mich wirklich etwas frustrierend war, ja, als ich das erzählt gekriegt habe. Und ich habe dann also gebetet und habe gesagt, okay, was steht dazu in der Bibel? Und wir können ja in der Bibel lesen, dass Jesus zum Beispiel auch sagt, ja, wer diese Worte versteht, es ist gut, ja, für den einen oder anderen. Also manche bleiben einfach, ja, alleine, weil sie, ja, das im Herzen haben, um eben für das Reich Gottes zu evangelisieren. Also ich kenne auch eine Person, jemand, der das wirklich auch so für sich im Herzen hat. Und diese Person sagt ganz klar, ich will nicht heiraten, ich will keine Beziehung, ich habe den Eindruck, ich soll einfach alleine bleiben. Und soll für das Reich Gottes, also so quasi so bewusst entschieden zur Ehelosigkeit, so will ich es mal nennen. Und auch Paulus hat darüber gesprochen. Also Paulus hat gesagt, ihm wäre es am liebsten, alle würden alleine bleiben. Und jetzt müssen wir wirklich da auch mit dem Heiligen Geist rangehen, ja? Also wenn wir mit dem Heiligen Geist da drangehen und wenn der Geist Gottes uns das zeigt, dann, ja, und auch unseren Verstand nehmen, den der Herr uns gegeben hat. Ich glaube, dann kann man schon verstehen, dass wenn man einen Partner hat, ja, wenn man verheiratet ist, dann spielt eben diese Beziehung immer im Leben irgendwie eine Rolle. Ja, man kann ihn, den Partner oder die Partnerin ja nicht einfach so vor die Tür setzen, wenn man so das Gefühl hat, ach, das, derjenige oder diejenige geht mir jetzt mal auf den Keks. Ja, man muss sich damit arrangieren. Ich glaube aber auch, dass im Rahmen einer, wenn man eine Ehe hat, wenn man eine Ehe führt, man unheimlich viel geistliches Wachstum erleben kann, wenn man das denn so sieht. Ja? Also wenn man wirklich die Ehe dann als Verbindung sieht mit einem Menschen, wo man zusammen ein Fleisch geworden ist und wo man gemeinsam für das Reich Gottes
Frucht bringen kann. Aber wenn wir, und ich glaube, dazu neigen, also ich denke mal, Männer neigen da vielleicht auch zu, aber ich glaube, dass insbesondere Frauen dazu neigen, dass sie gerne Aufmerksamkeit möchten. Aber das ist ein Thema, das finden wir nicht nur bei Christen. Das habe ich auch schon erlebt, als ich noch im Coaching war. Dann war das ganz oft Thema, wenn es um das Thema Beziehungen ging. Dann habe ich auch den Frauen immer gesagt, wenn sie sich über ihre Männer aufgeregt haben, dass ich gesagt habe, such den Splitter in deinem Auge. Ja, du musst, also ich habe es so als Wort genommen oder als zwei Worte, du musst emotional unabhängig werden. Sag ich, du musst an einen Punkt kommen, wo du den Partner nicht mehr brauchst. Und wo quasi jeder als Individuum lebt und man kommt dann zusammen. Also so habe ich das im Coaching erklärt. Im Glauben bedeutet es natürlich, Mann und Frau werden zusammen ein Fleisch. Und Gott hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und er hat Adam eine Frau zur Seite gestellt. Also ist es schon auch Gottes Wille, dass es Ehe gibt, ja, dass es Mann und Frau gibt, die zusammen vor Gott ein Fleisch werden. Aber wenn man das jetzt mal in unsere Gesellschaft sieht oder wenn man mal auch Gottes Worte sieht oder sich nimmt, dass Gott gesagt hat, er hat uns die Erde zum Besitz gegeben, wir sollen sie uns untertan machen und wir sollen uns vermehren. Und es gibt nun mal mittlerweile sehr, sehr viele Menschen, sodass ich mich manchmal frage, ja, ist das jetzt wirklich noch der Hauptaspekt, dass man sich weiter vermehrt? Ja, die Endzeit, wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Aber ich glaube auch, dass wir das nicht nehmen sollen, um uns zum Beispiel gegen eine Ehe zu entscheiden und gegen Kinder, weil wir nicht wissen, wann Jesus wiederkommt. Also halte ich auch nicht für so gute Gedanken. Aber Paulus hat vollkommen recht, indem er sagt, wenn man in einer Ehe ist, wenn man in einer Beziehung ist, dann besteht eben immer die Gefahr, dass man Jesus nicht mehr an der ersten Stelle hat und dass man eben den Partner auf ein Podest stellt. Und ich glaube, dass das wirklich wichtig ist, dass man da ein bisschen drauf achtet, ja, dass man sich immer wieder bewusst macht, dass jeder für sich, ja, ob das jetzt der Mann ist oder die Frau, jeder für sich sollte in eine wunderbare Liebesbeziehung mit unserem Herrn Jesus, mit dem Bräutigam hineinwachsen. Und dann kommen die beiden, die jeweils für sich in einer Beziehung mit Jesus sind, die kommen zusammen, werden ein Fleisch und dann könnt ihr euch vorstellen, was dann da für Frucht für das Reich Gottes entstehen kann. Aber was ich jetzt erlebt habe, also ich habe ja gesagt, ich möchte euch gerne mal von mir ein bisschen erzählen, war einfach sehr viel Gesetzlichkeit. Ich habe unheimlich viel Gesetzlichkeit erfahren und ich war dann am Anfang, habe ich gedacht, okay, dann werde ich nie mehr heiraten, werde ich nie mehr einen Partner haben und habe dann darüber gebetet, habe die Bibelstellen von Jesus gelesen, habe die Bibelstellen von Paulus gelesen und habe gesagt, Herr, gib mir Weisheit und Erkenntnis, wenn das so ist, dann ist das so, dann nehme ich das, wenn das dein Wille ist, dann weiß ich mit dem Geist Gottes und mit deiner Kraft, kann ich damit leben? Ja, für mich war einfach ganz klar, ich will hier nicht meinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen die erste Rolle oder den ersten Platz geben, sondern das, was Gott mit mir vorhat. Und wenn der Herr sagt, also für dich in deinem Leben ist es schwierig mit einem Partner, weil du lässt dich zum Beispiel ablenken, dann soll er mir keinen geben, weil das Reich Gottes steht an der ersten Stelle. Und da bin ich auch wirklich ganz klar. Und ich persönlich, wenn ich jetzt mal von meiner alten Natur, ja, also von meinem alten Leben erzähle, ich war eine Frau, die unheimlich schlecht hat alleine sein können. Ja, also ich war, ich weiß nicht, seit meinem 16. Lebensjahr immer in Beziehungen. Als ich 25 Jahre alt war, war ich mal ein Jahr alleine. Danach habe ich geheiratet, das erste Mal. Dann habe ich dann später das zweite Mal geheiratet. Und dann 2014 war ich nochmal in einer Beziehung mit einem Mann, der 11 Jahre jünger war. Das war eine sehr schwierige Beziehung. Und der hatte so ein ganz radikales Denken. Ja, du hast schon mal ein Haus gehabt, du hast schon ein Kind, du warst schon mal verheiratet, du bist keine Frau für mich. Also der hatte schon so ein ganz radikales gesetzliches Denkmuster, ja, in seinem Kopf, obwohl er jetzt nicht irgendwie sein Leben Jesus übergeben hatte.
Und als diese Beziehung, die ging von einem Tag auf den anderen vorbei, also dieser Mann hat, wir wollten gerade umziehen, wir waren 4 Tage vom Umzug in unser neues Haus. Und 4 Tage vom Umzug hat er gesagt, ich weiß nicht, ob du die Frau für mein Leben bist. Und damit war die Beziehung beendet. Und es war für mich, als hätte man mir echt den Boden unter den Füßen weggezogen. Es war echt hart. Ich hatte damals Jesus noch nicht. Ich habe das Ganze halt mit Persönlichkeitsentwicklung, so gut man das halt damit überhaupt kann, in den Griff gekriegt, dass ich wusste, nein, ich muss emotional unabhängig sein von einem Mann, ja, oder für Männer gilt es halt einfach umgekehrt, ja, emotional unabhängig von einer Frau. Und ich habe da also im Coaching rumgemacht, ich habe echt 3 Jahre gebraucht, bis ich das Ganze irgendwie verdaut hatte. Und dann kam ja 2018 Jesus in mein Leben. Und ich wusste jetzt ja nicht, ja, wie geht es denn jetzt so weiter? Und ich hatte sogar am Anfang diese Gedanken, ja, dann muss das jetzt unbedingt jemand sein, der im Glauben ist. Und dann habe ich die Bibelstellen gelesen, dass man nicht dass man an einem Joch, also mit niemandem zusammen sein soll, ja, wenn man nicht im gleichen Joch ist. Also ihr kennt alle diese Bibelstellen und ich habe gedacht, ja, ich weiß nicht und vielleicht geht's ja doch. Und ich habe einfach immer zum Herrn gebetet und habe gesagt, bitte Herr, schenk mir Weisheit und Erkenntnis. Und die erste Erkenntnis, die er mir gegeben hat, und da dock ich wirklich mit gesetzlichen Christen echt aneinander, war, dass der Herr mir gezeigt hat. Ich kann ja nur sagen, was er mir gezeigt hat. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt vielleicht auch noch mal angucken, ja, Sünde und Gesetzlichkeit, dann seht ihr, dass das gar nicht so falsch ist, was ich da sage. Also was der Herr mir gezeigt hat, war, Claudia, du bist eine neue Schöpfung geworden. Du warst zwar verheiratet, aber du bist vor deiner Bekehrung bist du geschieden worden. Das heißt, du bist jetzt eine neue Schöpfung geworden und für dich gelten jetzt einfach ganz andere Dinge, wie für jemand, der bekehrt wurde und war zu diesem Zeitpunkt noch verheiratet. Ja, dann soll nämlich der Christ in dieser Ehe bleiben, weil ja, der Christ soll bleiben, der Nicht-Christ, dem erlaubt. Paulus oder Jesus sagt ja, der Nicht-Christ, der kann dann gehen, wenn er diese Ehe nicht mehr will. Und ich glaube, also ich finde, ein guter Film dazu ist, wenn ihr den kennt, ist der Fall Jesu. In diesem Film fand ich wirklich so toll, wie da ist eine Frau zum Glauben gekommen, ist eine Tatsachenverfilmung. Und in diesem Film ist es so schön dargestellt, dass diese Frau, die einfach zum christlichen Glauben kam, ihren Mann immer mehr geliebt hat. Ja, je länger sie im Glauben war, umso mehr hat sie ihn geliebt. Und ich glaube, dass genau das passiert, wenn jemand in einer Ehe ist und derjenige, der Christ geworden ist, sich als erstes um seine Beziehung, um die lebendige Beziehung mit Jesus kümmert. Und wenn derjenige, der Christ ist, sich um die lebendige Beziehung zu Jesus kümmert und dort immer tiefer in das Fundament hineinwächst, dann wird definitiv diese Ehe oder diese Beziehung also davon profitieren. Oder es passiert, ich sage das immer gern so, wenn ich mit dem Geist Gottes auf eine Person treffe und diese Person ist noch vom Feind gesteuert, ja, hat vielleicht auch Dämonen, Belastungen und so weiter. So, jetzt komme ich mit meinem Geist Gottes zu dieser Person. Es gibt genau 2 Möglichkeiten. Entweder geht der Feind, ja, also der Feind verlässt diese Person, die Dämonen müssen gehen, weil sie diese Gegenwart des Heiligen Geistes nicht aushalten. Sie halten es nicht aus. Wenn du im Geist bist und du bist mit einer Person zusammen, die von Dämonen besetzt ist, diese Dämonen werden diese Gegenwart nicht aushalten. Und das haben wir auch an dem Beispiel, als Jesus den Besessenen trifft und die Dämonen in den Besessenen. Jesus hat gar nichts gesagt. Die Dämonen haben gesagt, was willst du von uns, Sohn Gottes? Willst du uns schon vor der Zeit quälen? Ja, also Jesus musste gar nichts sagen, sondern seine Anwesenheit alleine hat schon die Dämonen bibbern lassen. Aber wenn natürlich der wiedergeborene Christ nicht im Geist wandelt, sondern permanent im Fleisch, dann kann eben auf der anderen Seite da nicht viel passieren. Aber jetzt nehmen wir mal an, der Christ mit dem Heiligen Geist trifft auf diese Person, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder gehen die Dämonen und die Person bleibt, oder die Person mit den Dämonen geht. Und dann bist du sowieso im Frieden damit, weil dann ja auch Jesus sagt, dann
Dann bist du quasi frei, auch wieder einen Partner zu bekommen. Also, wirklich, ich habe gebetet und mir hat dann der Herr gezeigt, du bist eine neue Schöpfung geworden und du bist komplett neu. In der Bibel steht, das Alte ist vergangen. Du bist komplett neu geworden. Und er zeigte mir, wenn du jetzt jemanden hast und gehst in, für dich ist es im Grunde genommen, als wärst du nie verheiratet gewesen. Anders ist es, wenn jemand bereits schon verheiratet war, als er Christ wurde. Aber ich habe eher so im Herzen, dass es euch vielleicht darum geht, ja, Sex vor der Ehe und all diese Dinge. Was kann ich dazu sagen? Also ich kann sagen, dass ich in dem Jahr, also 2018, als ich bekehrt wurde, habe ich einen Mann kennengelernt. Und dadurch, dass ich mich von vielen Dingen ferngehalten habe, hatte ich keine Ahnung, was man darf oder was man nicht darf. Ich war so vom Geist Gottes geleitet. Aber es ist da was wirklich. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt nicht in meinem Kopf, wirklich nicht, obwohl man ja sagen könnte, Mensch, Claudia, also sowas weiß man ja schon noch aus der Schule, ne, dass man keinen Sex vor der Ehe haben soll. Aber zu diesem Zeitpunkt, ich kann es euch nur so sagen, wie es ist, war ich, es war, ich weiß nicht, im Juli bin ich bekehrt worden, es war vielleicht August, ja, oder Ende Juli, Anfang August. Und da habe ich einen alten Bekannten wieder getroffen und mit dem war ich dann so auf ein paar Weinfesten und dem habe ich dann von meinem neuen Weg erzählt. Der fand das irgendwie ganz gut und da war ich so mehr oder weniger mit dem zusammen und so ungefähr nach einer Woche oder zwei hat der mich nachts nach Hause gefahren. Ich habe zu dem Zeitpunkt wirklich nichts gelesen. Ich wusste das nicht, ja. Und es war dann schon spät und ich hatte wirklich in meinem Herzen, dass ich alleine nach Hause gehe. Und dann hat er, das hat ihn so aufgeregt und dann sagte er, ja, ich will bei dir übernachten. Habe ich gesagt, nein, ich bin einfach müde und ich gehe jetzt, hallo, ich gehe jetzt schlafen. Ich will jetzt einfach nur schlafen. Sag ich, ist das ein Problem für dich? Und dann wurde er wütend und sagt, ja, das ist ein Problem. Und dann habe ich war so in der Ruhe und dann habe ich gesagt, weißt du, egal, was du heute Abend noch tust, ich wünsche dir einfach viel Freude. Bin aus dem Auto ausgestiegen, bin heim und hab mich fertig gemacht, bin ins Bett, habe mein Handy ausgemacht und ja, dann am nächsten Morgen habe ich mein Handy angemacht. Da hat er sich so darüber über mich aufgeregt, dass ich gesagt habe, okay, das will ich nicht. Was ich euch sagen will, ist, ich war einfach, ohne dass ich wusste, ja, dass Gott es nicht gefällt, war ich einfach vom Geist geleitet und er hat mich geleitet, ja. Dann habe ich ja die Dinge erfahren, was man alles darf oder was man alles nicht darf. Und das ist jetzt ungefähr ein Jahr her, da habe ich einen Mann kennengelernt, der nicht Christ war. Dann ging einfach für mich wieder das Thema los, ja, also an einem Joch, ja oder nein. Und ich habe mich total verrückt gemacht. Dann habe ich Geschwister angerufen, die ebenfalls sehr gesetzlich unterwegs sind. Und ich will euch da auch dann noch mal gleich ein paar Dinge sagen, die euch hoffentlich helfen. Wo ihr merkt, dass das einfach Wahrheit ist. Und dass, ja, ich hoffe einfach, dass es euch hilft, wenn ich von mir erzähle. Also da war es so, dieser Mann war eben nicht im christlichen Glauben. Und ich habe da wieder gedacht, na ja, vielleicht geht es ja doch irgendwie, ja, und so weiter. Und ich habe dann mit einem Bruder telefoniert, der sehr bibelfest ist und habe also alles mit ihm auseinandergenommen. Während die Geschwister, mit denen ich zuerst gesprochen habe, die haben gesagt, nein, du darfst nicht mit denen in dem in einem Raum sein, du darfst kein Händchen halten, du darfst den nicht küssen. Und wisst ihr, ich stand so unter Druck. Ich war fix. Ich war einfach fix und fertig, einfach weil ich Angst hatte. Ich wollte keinen Fehler machen. Ich wollte keinen Fehler machen. Und dann habe ich tatsächlich mit einer Freundin telefoniert, die jetzt nicht, die Jesus noch nicht angenommen hat in ihrem Leben, die aber, also ich sage immer nur, es ist noch eine Frage der Zeit. Und ich habe mit ihr gesprochen, ist eine gute Freundin. Und die hat zu mir gesagt, weißt du, Claudia, guck mal, was in deinem Leben passiert ist. Ich bin davon überzeugt, sollte irgendetwas sein, dann wirst du, dann wird der Geist Gottes dich leiten und du wirst es merken. Ich kenne niemanden, der so darauf achtet, was der Geist Gottes ihm sagt. Du wirst es merken, wenn du offen bist, wenn du nicht deinen Willen durchsetzen willst, sondern wenn du wirklich das willst, was der Herr will, dann wirst du merken, wenn er dir etwas zeigt.
Und dann habe ich also gebetet um Weisheit und Erkenntnis. Und Gott, mein Vater, hat mir gesagt, entspann dich mal, ja. Der hat mir gesagt, lauf doch erstmal los, ja, entspann dich. Und ich werde dich führen und ich werde dich leiten. Und wisst ihr, das war gut, dass ich das so gemacht habe. Und es war eine Sache, die mir wirklich geholfen hat. Was mir wirklich geholfen hat, war, dass ich gesagt habe, selbst wenn ich irgendetwas mache, was falsch ist, wenn ich irgendetwas nicht schaffe, wenn ich mich zum Sex verleiten lasse oder irgendetwas anderes, dann ist dafür Jesus für mich am Kreuz gestorben. Und ich wusste, hatte ich gleichzeitig eine tiefe Ehrfurcht davor, dass ich dachte, und ich werde alles daran setzen, dass ich so etwas nicht mache. Ich werde die Gnade Gottes nicht ausnutzen, um meine selbstsüchtigen Wünsche oder meinen Bedürfnissen nachzugehen. Also es war eine Haltung in meinem Herzen, die komplett einfach klar war, dass das, was da in meinem Herzen drin ist, dass ich nichts tun werde, die Gnade auszunutzen, ja, wovon wir ja auch im Römerbrief lesen. Und das ist etwas, das kann ich euch nur mitgeben. Prüft das, ja. Prüft einfach, habt ihr die Haltung, ja, wenn nicht, ist ja nicht so schlimm, ja, Jesus ist ja für mich ans Kreuz gegangen und ich mache halt einfach, nein. Also das ist definitiv keine gute Haltung. Aber ich wollte keinen Fehler machen. Ich wollte, ja, und was mein Vater mir gezeigt hat, war, Moment mal, du bist vollkommen gesetzlich unterwegs. Jesus ist für alle deine Sünden gestorben. Und ich hatte wirklich tiefen Frieden in meinem Herzen zu wissen, ich laufe jetzt einfach mal los. Ja? Und was ich mache ist, ich beobachte mich. Ich beobachte meine Gefühle, ich beobachte meine Sinne, ich beobachte meine Gedanken. Ich bin einfach wachsam, besonnen und geh jetzt einfach mal diese Schritte in dem tiefen Glauben und dem Vertrauen, dass mein Vater, der mir den Heiligen Geist geschenkt hat, mich lenkt und mich leitet und auf mich aufpasst, weil er ja nicht will, dass ich sündige, ja, weil die Sünde ja für mich nicht gut ist. Aber wenn wir in so ein Denken verfallen, ja, ich darf nicht sündigen, weil das gefällt Gott nicht, ja, dann müssen wir uns fragen, sind wir in einer lebendigen Liebesbeziehung mit unserem Vater? Oder sind wir in einer kühlen, distanzierten Vater-Tochter-Beziehung, ja, wo der Vater die Regeln aufstellt und ich gucke, dass ich sie ja, also ich habe solche Ehrfurcht, dass ich die ja einhalte. Wisst ihr, da ist ein Unterschied, ja. Es ist einfach ein Unterschied. Und ich bin einfach mal losgelaufen und dann habe ich mich also letztes Jahr dann mit diesem Mann ein paar Mal getroffen. Wir waren mal auf dem Fest, wir waren mal essen, wir haben sogar hier mal auf der Couch gesessen, haben einen Film geguckt und ich war die ganze Zeit, ich habe weder mit dem rumgeknutscht, ja, oder sonst etwas, ja, der hat mich mal in den Arm genommen und gleichzeitig war, also ich war immer mit dem Herrn verbunden und ich war so geführt und so geleitet und ich habe durch diese Treffen, ja, wenn ich das so gemacht hätte, wie Geschwister mir das gesagt haben, dann hätte ich mich mit dem nicht getroffen, ich hätte den nicht kennengelernt, ich hätte nicht geguckt, wie reagiert er auf den Glauben, passt es überhaupt, sondern ich hätte im Grunde genommen aus Gesetzlichkeit bereits irgendetwas abgeschnitten, ohne eine Erfahrung gemacht zu haben. So bin ich losgelaufen und ich habe Erfahrungen gemacht. Ja, ich habe Erfahrungen gemacht, dass ich mich auf meinen Vater verlassen kann. Ich habe Erfahrungen gemacht, dass ich mich auf den Heiligen Geist verlassen kann. Ich habe Erfahrungen gemacht, dass er sich kümmert. Und ich habe dann auch diese Erfahrung gemacht. Also dieser Mann, nee, das geht einfach nicht. Ich kann da mit diesem Mann nicht über Jesus reden, ja. Er sagt zwar immer, ja, das interessiert mich, ich gehe auch mal mit in die Gemeinde, aber es war einfach dann ganz schnell erledigt, ja, und völlig unkompliziert und vom Geist geleitet. Dann hatte ich, muss mal auf die Uhr gucken, ja, weil ich muss noch Abendessen machen, aber ich habe noch mehr. Dann kam noch mal eine Situation,
Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Vielleicht ich sprülle hier in das Mikro rein, weil es beim letzten Mal so leise war. Vielleicht könnt ihr mir einfach mal kurz Feedback geben. Dann gab es noch mal eine Situation, wo ein Mann in mein Leben trat und ich dachte, ja, das kann ja alles irgendwie, das könnte ja gut sein. So. Und I am all you need. Okay. Na, bin ich mal gespannt, wer du bist. Kann ich euch dann auch nochmal eine Geschichte erzählen, was ich da auch für Erfahrungen gemacht habe. Also, was habe ich noch für eine Erfahrung gemacht? Also, es kam dann nochmal ein Mann in mein Leben. Und da war es ganz interessant. Da war ich immer noch so auf diesem, naja, vielleicht geht ja doch jemand, der nicht mit dem Herrn ist. Und dann gab der Herr mir ins Herz, Claudia, das ist ein Ismael. Wisst ihr, unser Vater ist so gut, ja. Der Heilige Geist ist unser Freund, unser Helfer. Wir sollten in diesen Dingen nicht gesetzlich vorgehen, weil wir nicht mehr unter dem Gesetz stehen. Ja? Ich sage dazu gleich nochmal was. Ich habe dazu gleich noch was im Herzen. Also da sagte mir der Heilige Geist, also du kannst das machen. Also da war tatsächlich, der hat gesagt, also könntest du tun, aber es ist ein Ismael. Ja, vielleicht ist es ein Mann, der doch zum Glauben kommt. Also tatsächlich hat er schon einige christliche Werte, die er lebt und hörte mir immer ganz gespannt zu oder auch heute noch. Ich habe immer noch Kontakt mit diesem Mann. Wir sind gut befreundet und der hört mir immer zu und ich kann da immer vom Evangelium erzählen. Er steht auch hinter mir, ja, er unterstützt Claudia Hofmann Ministries, also ist alles super. Aber der Herr zeigte mir, es ist ein Ismael, ja. Also es ist nicht das, was ich für dich vorgesehen habe. Und wenn ihr aber, und das finde ich so wichtig, egal ob Mann oder Frau, wenn das ein Thema bei dir ist, dann will ich dir einfach den Tipp und die Empfehlung geben. Prüf erstmal, wie sehr du dich im Fleisch noch nach einem Partner sehnst. Also wie sehr ist dein Fleisch, dass du sagst, hey, also jetzt den Rest meines Lebens alleine zu sein, das kann ich, also das halte ich nicht aus und du bist irgendwie suchend, ja. Ich hab dann auch mal abgedacht, gut, dann, das war aber jetzt ist auch schon bestimmt, boah, über ein Jahr schon her, es war also alles so, auch wenn man das so sagen will, in der Anfangszeit, habe ich mich dann auch mal auf einer christlichen Partnerbörse angemeldet und habe dort bei meinem Profil, ich hatte da einen Text, ja, von so einer radikalen Jesus-Nachfolgerin. Es hat sich nie jemand bei mir gemeldet. Ich glaube, alle christlichen Männer, die nicht wirklich wahrhaftig, die wirklich in so einer tiefen Nachfolge sind, wie ich weiß nicht, wie ich so bin, das ist, glaube ich, wirklich schwierig. Denn mittlerweile ist wirklich Jesus ist meine Nummer eins, ja. Und es muss jemand einfach damit klarkommen, wenn wir vielleicht gerade, keine Ahnung, essen gehen wollen oder irgendwas anderes sind eingeladen. Wenn der Herr mir sagt, Claudia, du machst einen Livestream, dann muss ich einen Livestream machen. Was soll ich da machen? Ja, das ist einfach so. Also, das habe ich dann tatsächlich auch mal gemacht, aber habe mich da auch nie mit jemandem getroffen. Aber das ist etwas, das kann ich wirklich jedem ins Herz legen. Prüft euch, wie sehr ihr wirklich schon so weit, so heil seid, dass ihr, wenn ihr in eine Beziehung geht oder in eine Ehe geht, dass ihr wirklich Jesus an der ersten Stelle behaltet. Ja, dass wirklich das Reich Gottes die Nummer eins ist, ja. Unseren Herrn zu lieben mit ganzem Herzen, ganzem Verstand, mit all unserer Kraft, das ist einfach die Nummer eins. Und wenn du dazu neigst, dich vielleicht auch noch von Partnern, ja, jetzt egal, oder männlich oder weiblich, ablenken zu lassen, dann ist es, glaube ich, wirklich erstmal dran, dass du da heil wirst. Weil, also ich persönlich, ich habe gesagt, schick mir niemanden, bevor ich nicht so safe bin, dass ich, egal was ist, ich mich immer für dich und dein Reich entscheide. Ja, dass ich ein Standing habe, dass ich feststehe, dass da niemand auch irgendwie nur dran rütteln kann. Ja, also das kann ich wirklich empfehlen. Und zwar egal, ob Mann oder Frau, dass ihr da wirklich erstmal guckt, bin ich da im Frieden. Okay, das nächste, was ich im Herzen habe, ist, ja, passt zu dieser Gesetzlichkeit.
Womit ich echt ein Problem habe, das sage ich euch ganz ehrlich und frei raus, da werde ich auch wirklich sehr unmütig. Und dann haben Christen mich tatsächlich schon sehr unbequem erlebt. Das ist einfach diese Tatsache, dass man den Menschen vor der Bekehrung erzählt, wie gut Jesus ist, dass er für alle unsere Sünden gestorben ist, dass er alles getragen hat und all diese Dinge, ja, und dann kommen sie zum Glauben, nehmen Jesus als ihren Retter an, werden getauft, empfangen den Heiligen Geist und noch nicht mal 2 Minuten später, ich sage jetzt mal, es ist vielleicht jetzt gerade eine Person, die in einer, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, noch nicht verheiratet, ja, also in Unzucht quasi lebt. Und dann habe ich schon Geschwister erlebt, die evangelisieren sind und die quasi die Leute getauft haben, haben gesagt, so, und jetzt musst du aber erstmal, jetzt müsst ihr getrennte Zimmer haben und jetzt müsst ihr heiraten und sie werden total gesetzlich. Also damit habe ich echt ein Problem und da werde ich gegenüber gesetzlichen Christen sehr unmütig. Also das ist dann wirklich wie Jesus, der den Pharisäern oder den Schriftgelehrten begegnet, wo ich sage, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Wir sind alle, 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 auch wenn wir bekehrt sind, wir sind wiedergeboren, wir haben den Heiligen Geist bekommen. Das heißt, wir sind vor Gott heilig, ja, wir sind vor Gott rein, aber dennoch haben wir alle immer noch Bereiche in unserem Leben, wo wir noch nicht diese Heiligkeit auch tatsächlich leben, wir alle. Und ich werde dann wirklich sehr unmütig, ja, und sag so, und jetzt sagst du mir mal, was jetzt, ich sag jetzt mal, es hat jetzt jemand nicht geschafft, ja, hat Sex vor der Ehe gehabt und dann wird der behandelt, als müsste man ihn wirklich sofort in die Hölle befördern. Was ist daran jetzt in der Gewichtung oder in der Bewertung schlimmer, wie wenn, na, ich sage jetzt mal einfach, eine Christin geht aus der Gemeinde raus und zieht darüber her, wie jemand anderes angezogen ist. Wo ist da der Unterschied? Vor Gott ist Sünde Sünde. Und es wird mit zweierlei Maß gemessen. Und wir können in den Sprüchen lesen, dass Gott es hasst, wenn wir ungleich wagen. Also, weiß jetzt ja nicht genau, wo es in den Sprüchen steht. Guckt mal. Ziemlich am Anfang bei der Weisheit, Gott hasst es, wenn mit ungleicher Waage gemessen wird. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich bei Christen sehe. Und da werde ich sehr unmütig und da werde ich auch sehr unbequem, weil da bin ich radikal, ja, da werde ich ganz klar und da wird auch mein Tonfall wirklich energisch und ich sage, Moment mal, ja, wo ist jetzt hier der Unterschied? Wenn jemand diesen Schritt gegangen ist, fängt doch der Prozess erst an. Und das kann ich euch zum Beispiel an Zeugnis geben. Also ich weiß, ich darf ja darüber reden, weil die meisten von euch sowieso schon die Zeugnisse von der Barbara gesehen haben und die Interviews. Deswegen kann ich darüber reden. Als es damals im Februar 2019 die Barbara zu mir kam und wir haben dort gesprochen, also sie kam zum Glauben. Und beziehungsweise es geht ja dann erstmal um die Buße, ja, Buße einfach diese Umkehr, ja, wirklich umzudrehen zu Gott, ja, dass unsere Sünden vergeben werden können. Und ich wusste ja, dass sie mit einer Frau verheiratet ist. Ich wusste ja von der Homosexualität, also einer Sünde, in der sie lebt. Und ich habe also den Herrn gefragt, also beziehungsweise nicht gefragt, ich wollte gerade sie darauf hinweisen und dann sagte der Heilige Geist zu mir, sage nichts. Und ich dachte, okay, ja, gibt ja wirklich Befreiungsdienste, die regelrechte Sündenkataloge abarbeiten, wobei ich sage, wir können überhaupt nicht all diese Sünden, die wir begangen haben, die können wir nicht alle aufzählen. Das ist nicht möglich. Ja, wir brauchen im Herzen diese Haltung, dass wir ohne Gott nicht mehr können. Ja, dass wir diese Trennung von Gott spüren und dass wir merken, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur durch Jesus komme ich zurück zum Vater. Einen anderen Weg gibt es nicht. Und der Heilige Geist sagte also zu mir, nein. Und ich dachte, okay, das ist jetzt aber doch etwas Wichtiges, ja. Der Heilige Geist sagt, nein, sage nichts. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe sie getauft. Sie hat den Heiligen Geist empfangen. Sie ist total erfüllt nach Hause gefahren. Und am nächsten Tag war sie total aufgelöst, weil sie, jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wisst ihr, die Bibel, ja, die ist ja nicht dünn, ja,
Also, sind ja schon ein paar Seiten. Und sie hat also am nächsten Tag die Bibel aufgeschlagen und der Herr zeigte ihr die Stelle, dass sie in Sünde lebt. Wisst ihr, was da los war? Da hat sie mich angerufen und er ging das erstmal, ja, und ich lebe hier in Sünde. Und dann habe ich sie erstmal beruhigt. Dann sag ich so, jetzt erstmal Stopp. Ja, ich kam also nicht anklagend, gesetzlich, sondern ich habe gesagt, okay, ja, das ist richtig. Der Heilige Geist hat mir gesagt, ich soll es dir nicht sagen. Du hast es jetzt selbst herausgefunden mit Hilfe des Heiligen Geistes. Ja, da geht es ja erst los, wenn wir unser Leben übergeben haben. Sag ich, und du bittest und betest jetzt um Weisheit und Erkenntnis und um Heilung. Ja, erlaube dem Vater, erlaube dem Heiligen Geist, dass er all die Reben abschneidet, die keine Frucht bringen. Das heißt, dass du verändert wirst, und zwar, weil er dich verändert. Ja, nicht, weil du dich anstrengst und die Dinge nicht tust, sondern weil er dich von innen heraus verändert. Und dann war sie echt erstmal so ein bisschen beruhigt. Und ich habe gesagt, weißt du, wenn der Heilige Geist sich verändert hat, dann werden die Dinge gehen. Und zwar, es wird für dich leicht sein und es wird kein Problem sein. Es wird nicht so sein, als müsstest du etwas loslassen, was irgendwie schlimm ist. Ja, also so dieses, ich will das irgendwie halten, aber ich muss das jetzt gesetzlich loslassen und selbstdisziplinieren. Nein. Und genauso ist es passiert. Deshalb habe ich tatsächlich echt ein Problem damit, wenn da in diesen Bereichen so viel Gesetzlichkeit geübt wird und so viel mit erhobenem Zeigefinger. Und wisst ihr, andere Dinge sind, es macht einfach keinen Unterschied. Ja? Sünde ist Sünde. Und ob jemand in dem Moment es irgendwie nicht geschafft hat oder etwas anderes nicht schafft. Ja, es gibt Menschen, die vernachlässigen ihre Kinder. Also es gibt so viele Dinge, wo wir alleine, wisst ihr, es steht im Römerbrief, alles, was wir nicht aus Glauben heraus tun, ist Sünde. Ja, so steht es im Römer, ich glaube Römer 13. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn du gerade einen Job hast und dir ist gekündigt worden und dir fehlt das Vertrauen und der Glauben, das Vertrauen, dass Gott sich um deine Versorgung kümmert, lebst du in Sünde. So, was ist jetzt in dieser Sünde besser als an Unzucht zum Beispiel? Ja, also versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Ich will das nicht legalisieren. Ja, also ich bin immer noch der vollsten Überzeugung, dass es richtig ist, dass wir keinen Sex vor der Ehe haben und dass wir heiraten und dass wir uns aber auch Gedanken darüber machen, wen wir heiraten und ob das Gottes Wille ist. Weil ansonsten kommen wir wirklich vom Regen in die Traufe, ja? Dann kommen wir von der einen Hand des Feindes in die andere. Da müssen wir, glaube ich, schon aufpassen. Also ich legalisiere das nicht. Ich habe vorhin ganz klar gesagt, es kommt auf diese Haltung an im Inneren. Aber ich kenne so viele, die sich so verrückt machen, weil sie alles richtig machen wollen, alles richtig machen wollen. Und in dem Moment sind wir aber nicht in der Gnade, wenn wir uns so verrückt machen, sondern wir sind unter dem Gesetz der Werke. Und das ist einfach so wichtig zu verstehen, diesen Unterschied. Und ich möchte euch wirklich Mut machen. Mut machen, die Schritte zu gehen und euch vom Herrn leiten zu lassen. Ja, selber zu prüfen, eigene Gedanken, eigene Sinne. Habe ich da noch falsche Gedanken, bin ich da noch selbstsüchtig, all diese Dinge, kann ich nicht alleine sein, brauche ich unbedingt einen Partner, habe ich denn was weiß ich, vielleicht als Mann mein Idealbild im Kopf von, ja, ich will jetzt heiraten, ich will Haus und ich will Kinder und so weiter, ja. Das nächste, was ich im Kopf habe, also es ist richtig, keinen Sex vor der Ehe und ich bin davon überzeugt, wenn ihr den Heiligen Geist empfangen habt und wenn ihr mit Jesus geht und wenn ihr Jesus liebt und wenn ihr unseren Vater liebt, dann werdet ihr da geführt, ja? Wenn sein Wille wichtiger ist wie euer Wille. Wenn euer Wille wichtiger ist wie sein Wille, dann kann es schief gehen. Aber wenn ihr seinen Willen an die erste Stelle setzt und sagt, ja, dein Wille soll in meinem Leben herrschen, ja, soll Priorität haben, dann werdet ihr die Dinge tun. Und Achtung, warum wollen wir Gottes Wille tun? Aus Liebe.
Ja, nicht aus Gesetz, sondern aus Liebe. Ja, Gott ist heilig. Und aber ich bin so dankbar für dieses Geschenk der Gnade. Ich bin Heidin, ich wäre verloren gewesen, ich wäre in der Hölle gelandet. Ich wäre mit der Persönlichkeitsentwicklung geradewegs auf die Hölle zugesteuert. Ich war komplett auf dem falschen Weg. Und ich bin so dankbar, dass nach diesem Gebet, das ich gesprochen habe zu Gott und 14 Tage später zu Jesus, dass er mich so radikal bekehrt hat, dass ich quasi gar nicht mehr zurück konnte. Ich bin da so dankbar. Und weil ich so dankbar bin und ich weiß, es ist ein wichtiger Punkt, und ich weiß, dass Gottes Grenzen, seine Gebote für mich mein sicherer Rahmen sind, ja, in dem ich mich bewege, in dem es mir gut geht. Wenn ich mich außerhalb dieses Rahmens bewege, falle ich dem Teufel in die Hände und er gewinnt wieder Macht über mich. Und er hat nur ein Ziel, mich mit ins Verderben zu reißen. Er will mich vom Glauben wegbringen. Er will, dass ich stürze. Er will, dass ich falle. Er will, dass ich mit ihm in die Hölle gehe, in die ewige Verdammnis. Und Gott hat mir einen Rahmen gegeben. Und er hat mir diesen Rahmen gegeben, nicht weil er mich ärgern will oder weil er mir irgendetwas vorenthalten will, sondern er hat mir diesen Rahmen gegeben, weil er mich liebt. Und weil ich weiß, weil ich ihn so weit kenne und weiß, dass er mich so sehr liebt, weiß ich, dass ich ihm vertrauen kann, dass es einen Sinn macht, dass er diese Dinge, von diesen Dingen in der Bibel spricht. Ja? Und das ist einfach eine ganz andere Haltung, weil das ist die Haltung der Beziehung. Und das ist das, was Gott sich von uns wünscht. Er will mit uns Beziehung haben und nicht Gesetzlichkeit. Ja? Also prüft es mal, ob ihr da wirklich noch, ob ihr da wirklich in Beziehung seid mit dem Vater oder ob ihr ihn vielleicht einfach noch mehr kennenlernen müsst. Ja, deswegen haben wir ja auch gerade die Psalmenreihe auf dem anderen Kanal Gott kennenlernen. Okay, ja, ich habe noch ein paar Minuten, muss immer mal auf die Uhr gucken. Ja, was habe ich noch im Herzen? Ja, Hosea. Wisst ihr, Hosea hat ja von Gott den Auftrag bekommen, eine Prostituierte zu heiraten. Ne? Jetzt haben wir da, naja, wo ist da das gleiche Joch? In der Bibel steht, wir sollen nicht mit Ungläubigen an einem Joch ziehen. Wir sollen, also ich habe mir das wirklich auch angewöhnt, wenn es um Geschäftsbeziehungen geht oder solche Dinge. Ja, wenn jemand mit mir zusammenarbeiten will, das haben wir ja alles schon gehabt. Wenn es um Arbeitsverhältnisse geht, wo ich einfach sage, da nehme ich das mittlerweile sehr ernst, weil ich einfach weiß, dass auf der anderen Seite der Feind regiert, ja, und der Feind im Grunde genommen ja mir schaden will, ja, weil ich bin mit dem Herrn, ich bin für das Reich Gottes tätig und der Feind will das natürlich irgendwie in irgendeiner Art und Weise zerstören. Aber wisst ihr, das kann mir mit einem Ungläubigen passieren, das kann mir aber auch mit einem Gläubigen passieren. Ich kenne gläubige Ehepaare, wo der Mann Narzisst ist und wo alles unter dem christlichen Deckmantel einfach gehalten wird und wo die Ehe eine Katastrophe ist. Nur weil jemand Christ ist, heißt es nicht, dass er wirklich den christlichen Glauben lebt. Deswegen würde ich euch immer empfehlen, prüft das. Wenn ihr wirklich wahrhaftig zum Beispiel Jesus nachfolgt, also für mich zum Beispiel, für mich kommt kein Christ in Frage, der komplett gesetzlich unterwegs ist. Das würde hier, ich hätte jetzt mal in der alten Sprache gesagt, Mord und Totschlag geben, ja? Wenn hier jemand total gesetzlich käme. Ja? Das wird nicht funktionieren. Also ich kann auch mit einem quasi Gläubigen in einem Joch sein und das kann, der ist aber im Grunde genommen gar nicht wirklich gläubig, so wie Jesus sich das gedacht hat, ja, oder wie Jesus uns das gezeigt hat. Also ich glaube, da muss man einfach aufpassen und prüft das für euch, prüft da wirklich sehr gut, weil wenn ihr dann mal in der Ehe seid, und das habe ich auch schon erlebt bei Geschwistern, ja, da war alles, sah alles super wunderbar aus und dann sind die beiden in eine Ehe gegangen. Und dann wird es katastrophal. Ja, dann ist dann einer wirklich fast vom Glauben abgefallen, weil dann der eine Ehepartner sich plötzlich herausgestellt hat, dass der gar nicht so im christlichen Glauben war, wie es den Anschein hatte. Ne? Und dann ist man unter Umständen da einfach in einer Ehe gefangen. Und letztens kam mal die Frage auf in der Jüngerschaft, da hatten wir ein Treffen und dann ging es darum,
dass jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, jetzt bin ich verheiratet, habe einen Mann zum Beispiel, der absolut respektlos ist, mich unterbuttert, beschimpft, all diese Dinge. Und wisst ihr, was rate ich jemanden? Ja, da bin ich gefragt worden, ja, Claudia, manchmal denke ich, ist es besser, dass ich gehe. Wisst ihr, und dann sind wir wieder an dem gleichen Punkt. Da sind wir an dem gleichen Punkt, wenn so jemand das wirklich nicht mehr aushält und geht und sich scheiden lässt, wisst ihr, dann zeigen wir mit dem Finger da drauf und sagen, du hast dich jetzt scheiden lassen. Was ist denn das für eine Haltung? Also mir fehlt da die Barmherzigkeit. Also das wäre das Schlüsselwort für mich, ja, Liebe und Barmherzigkeit. Weil selbst wenn die Person es nicht schafft und sagt, ich lasse mich scheiden und man sagt, okay, also du, ne, das darfst du nicht machen, du musst jetzt ja da in dieser Ehe bleiben. Was ist denn das für eine Haltung? Was ist da dran schlimmer, sag ich mal, die Person sagt, ich schaff's einfach nicht, ich lasse mich jetzt scheiden. Was ist daran schlimmer, wie jemand anderes, der das Problem Unzucht hat und schafft es sich nicht von einem Porno fernzuhalten? Oder jemand hat noch Wut und Ärger und Groll in sich und kriegt Wutausbrüche. Was, wisst ihr, was ist schlimmer? Sünde ist Sünde. Und wir alle haben die Herrlichkeit verfehlt. Und mir fehlt da wirklich Barmherzigkeit. Aber trotzdem sollte der erste Weg nie sein, dass man den einfachen Weg geht. Weil Beziehung ist immer ein Lernprozess. Ja? Ich bin davon überzeugt, wirklich davon überzeugt, dass wenn ein Christ wirklich in die lebendige Beziehung mit Jesus hineinwächst und er hat, ich sage jetzt mal, so eine Ehe, wo es wirklich sehr schwierig ist, dass er trotzdem in dieser Ehe bleiben kann und kann dort die Verbindung mit Jesus leben, ja, und diese Anschuldigungen oder diese Sachen, die da vielleicht passieren, aushalten, ja. Weil wir unseren Lohn vom Vater bekommen. Ja, wir bekommen unseren Lohn dafür. Er sorgt für die Gerechtigkeit, nicht ich muss dafür sorgen. Aber wenn es eben jemand nicht schafft, dann halte ich es einfach für nicht biblisch, wenn man dann mit dieser Person gesetzlich umgeht, weil Jesus ist auch für diese Sünde schon gestorben. Und unser Vater weiß alles. Er kennt die Anzahl der Haare auf unserem Kopf. Er weiß, wenn mir ein Haar verloren geht, kein Haar kann mir ausfallen, ohne dass er davon weiß. Kein Haar kann ausfallen, ohne dass er weiß. Also weiß er doch schon, dass diese Person das wahrscheinlich tut. Und für diese Sünde ist Jesus auch schon ans Kreuz gegangen. Dafür hat doch Jesus auch schon bezahlt. Also ich hoffe, ich kann da ein bisschen wachrütteln. Ja, also es soll jetzt bitte nicht der Eindruck entstehen, dass ich das jetzt komplett legalisiere. Ja, das liegt mir fern. Das habe ich hier auch nie gesagt, sondern worum es mir geht, ist, dass wir Vertrauen haben zu unserem Vater und dass wir die nötige Ehrfurcht haben, die Achtung und den Respekt vor unserem Vater, aber auch vor der Beziehung mit einem Partner oder auch Ehe und uns aber auch vom Geist Gottes leiten lassen und einfach mal ein paar Schritte gehen. Ja, ich glaube, aus dieser falschen Gesetzlichkeit heraus werden Ehen eingegangen, die unter Umständen nicht unbedingt fruchtbringend sind. Ja. Was ich noch im Herzen habe, ist, da habe ich auch mal irgendwann mal länger schon gekaut und gebetet. Das war, als der Herr mir plötzlich mal gab, naja, wie viele Ehen, die geschlossen wurden, waren Ehen. Was Gott zusammengeführt hat, soll der Mensch nicht trennen. Und dann da habe ich eben zum Herrn gesagt, naja, sind das überhaupt Ehen, die du zusammengeführt hast? Also diese Frage müssen wir uns ja auch mal stellen. Und letztlich geht es um sein Reich. Und ich glaube, dass es für, wenn ich jetzt mal nur meinen Verstand einschalte, dass ich sage, okay, wenn eine Ehe auseinandergeht und jemand dann zum Beispiel alleine bleibt, ja, wie Paulus, oder vielleicht doch noch mal vom Herrn einen Partner bekommt und beide gemeinsam für das Reich Gottes Großes vollbringen, dann glaube ich, dass diese Variante Gott auf jeden Fall besser gefällt und Jesus nicht eines Tages da stehen wird und wird sagen, und du hast dich aber scheiden lassen und ich habe aber gesagt, du sollst in dieser Ehe bleiben. Nee, also da glaube ich,
Unsere Haltung, ja. Gott kennt unser Herz. Und das ist das, was du immer prüfen solltest. Prüfe dein Herz und prüfe deine Beweggründe. Und wir sollten eben nicht, ich bin da vollkommen im Frieden, ja. Wenn da jetzt jemand schlecht über mich redet oder sagt, die ist eine Irrlehrerin oder wie auch immer. Also ich weiß in meinem Herzen, dass ich Jesus an der ersten Stelle habe. Und ich weiß in meinem Herzen, dass ich nichts tun will, was meinem Vater nicht gefällt. Ich weiß aber auch, dass ich nicht perfekt bin. Und ich weiß auch, dass ich nicht mit zweierlei Maß messen will. Ich will nicht zweierlei Maß an mich und an andere anlegen, weil das ist Gerechtigkeit. Und ich glaube, da gibt es einfach viel viel Gesetzlichkeit. Und ich kann jetzt heute sagen, nach 2 Jahren vertrete ich absolut die Auffassung, zieh nicht mit einem Ungläubigen an einem Joch. Also ich würde heute nicht primär eine Beziehung befürworten. Auch für mich sehe ich das nicht, ziehe ich das nicht in Betracht, eine Beziehung zu befürworten, wo 2 Ungleiche in einem Joch sind. Weil wenn eben jemand vom Feind gesteuert ist, ja, der wird dich immer probieren, runterzuziehen. Für dich ist es schwer, jemand nach oben zu ziehen, aber für den Feind ist es leichter, dich nach unten zu ziehen. Und das sollten wir uns einfach bewusst machen. Und Gott möchte nicht, dass einer verloren geht. Dennoch können wir aber auch nicht ausschließen, dass, wir sehen es bei Hosea, Gott irgendetwas in der Art vorgesehen hat. Aber, und jetzt kommt das große Aber, und es ist ganz, 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 ganz wichtig, prüfe dein Fleisch. Weil ich sehe, dass viele aus einem fleischlichen Bedürfnis heraus, weil sie sich so sehr nach einem Partner sehnen, ja, so etwas wie Hosea als Legitimation nehmen, um zu sagen, okay, es ist ja doch möglich, dass 2 Ungleiche zusammenkommen können. Ja, das kann sein. Es kann sein, dass ein Gläubiger und Ungläubiger zusammenkommen und der Ungläubige bekehrt sich. Aber das sollten wir vorher wirklich richtig gut geprüft haben. Und bisher die Gespräche, die ich bisher geführt habe mit Geschwistern, da war es eher immer so, dass das kam aus einem, aus diesem selbstsüchtigen Wunsch, ja, einfach eine Beziehung zu haben, einen Partner zu haben, dass das daher kam. Und ich sage erstmal nein. Es zieh nicht mit einem Ungläubigen an einem Joch, du wirst da keine Freude daran haben. Okay, habe ich noch was im Herzen dazu? Ja, kurz noch habe ich noch. Oh, jetzt wird es langsam eng. Was ich noch habe, vielleicht einfach nur so kurz zum Abschluss, ist, das Thema Mann und Frau. Da können wir einen eigenen Livestream drüber machen. Also die Frauen haben Probleme, eine Frau nach dem Herzen Gottes zu sein, weil sie sagen, ja, der Mann ist ja nicht so, ne? Wenn der Mann so wäre, wie Christus das Haupt der Gemeinde ist und der Mann wäre wie Christus und wäre das Haupt der Familie, dann könnte ich als Frau auch mich unterordnen, ja? Und dann, ja, geht's einfach da diese Diskussionen los. Also was kann ich da empfehlen? Also ich habe viel gebetet, ich habe viel gebetet und den Herrn gebeten, mich zu verändern, um mich zu einer Frau zu machen nach seinem Herzen. Ich weiß nicht, ob ich da schon bin, aber definitiv haben sich Dinge verändert, ja. Also ich mache, habe angefangen zu nähen zum Beispiel, kümmere mich um das Essen, kümmere mich, klar, sowieso um den Haushalt. Aber ich sag mal so, ich glaube, ich hätte definitiv noch ein Problem damit, einen Mann an meiner Seite zu haben, der nicht wirklich vom Geist Gottes geleitet ist, sondern wenn ich einen Mann hätte, der gesetzlich ist, ich glaube, dann hätte ich echt auch noch Probleme, mich unterzuordnen, sage ich ganz ehrlich. Deshalb sage ich, ich vertraue voll auf den Herrn, dass er mir jemanden schickt, wenn überhaupt. Ich weiß gar nicht, ob ich noch mal einen kriege. Das macht er. Also ich weiß nur, dass ich sehr gut prüfen werde. Und ich weiß, dass ich definitiv
darauf achten werde, ob es ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Ja, weil dann kann das auch funktionieren. Ansonsten wird es wirklich anstrengend. Aber auch da, wenn du jetzt in so einer Beziehung bist, würde ich sagen, guck du, dass du eine Frau nach dem Herzen Gottes wirst. Weil wisst ihr, ursprünglich, ja, als Gott Adam und Eva geschaffen hat, vor dem Sündenfall, war es so, dass die Hierarchie gestimmt hat. Ja, es war also alles in Ordnung. Aber dass Mann und Frau so miteinander kappeln, ist eine Folge der Sünde. Das kannst du ja mal im ersten Buch no Mose nachlesen, ja, wo es einfach dann heißt, dass sie streiten werden. Das heißt, diese Machtkämpfe, die sind im Grunde genommen aufgrund des Sündenfalls, ist das die Folge, ja, dass die Beziehungen zwischen Mann und Frau heute so schwierig sind. Das ist einfach der Sünde geschuldet. Aber dennoch muss die Frau auf jeden Fall auf den Heiligen Geist hören, ja, tun, was er sagt. Und wir sollten auch da nicht gesetzlich werden, glaube ich. Das ist wirklich wichtig, dass wir nicht Dinge tun, ja, also nach wirklich Schublade, sondern wirklich uns vom Geist Gottes leiten lassen, weil das ist der neue Bund. Ja, der neue Bund ist, dass wir einen Helfer haben, der uns in alle Wahrheit führt und der uns auch einfach leitet und uns einfach sagt, wie wir die Dinge zu tun haben. Aber dennoch, vielleicht wirklich abschließend, bete darüber, dass der Herr dich verändert. Ja, lass vielleicht einfach mal alle Gedanken mal los, dass das bei dir zu Hause nicht umsetzbar ist, dass das alles schwierig ist. Ja, wir sollen auch die andere Wange hinhalten. Habe ich letztens mit meinem Ex-Mann gemacht. Da hat er mich zu Unrecht beschuldigt und der Heilige Geist hat einfach nur gesagt, halte den Mund. Dann habe ich den Mund gehalten, ich habe das alles über mich ergehen lassen und plötzlich stellte sich raus, dass ich einfach, ja, nichts dafür konnte und er war total handzahm und hat wirklich auch gezeigt, ja, dass ihm das da jetzt irgendwie leid tut, dass er mich da so angegangen ist. Also ich kann da wirklich auch die Empfehlung geben, ihr Frauen, auch wenn es euch schwer fällt, kennt diesen Smiley, ne, mit diesem Reißverschluss. Das müssen manche Frauen ein bisschen trainieren, Mund halten. Betet da, dass der Herr euch verändert und dann macht er das schon, ja. So, ich muss mich jetzt leider von euch verabschieden. Muss jetzt Essen kochen und dann noch ein paar Bibelhüllen fertig nähen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir doch einfach gerne E-Mail und dann kann ich das vielleicht noch mal in einem Zusatzvideo dann einfach aufgreifen. Ansonsten hat der Herr mich jetzt wirklich fast eine Stunde reden lassen, aber scheinbar war das Thema jetzt wichtig. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich freue mich. Bis zum nächsten Video. Shalom.